Gesellschaft, die rundherum ein Konkurrenzverhältnis ist. Jeder benutzt jeden mit den Mitteln, die er hat. Eine Gesellschaft, wo von einer Verpflichtung des einen auf den anderen einfach nichts zu sehen ist. Wo es eine wechselseitige Verpflichtung oder wo es überhaupt sowas wie ein Gemeinschaftswerk gar nicht gibt, auf das die einzelnen Beteiligten dann verpflichtet werden können. An so einer Gesellschaft nachsagen, sie wäre eigentlich quasi ein sittlicher Zusammenhang der Kooperation. Das ist Antikritik pur. Anstatt zu sagen, dass Siebener wie meinetwegen die Ackermanns mit euch kalkulieren, na dann fragt euch, ob ihr es euch fallen lassen wollt. Nein, sondern die sagen, dass Siebener wie der Ackermann verantwortungslos ist. Das ist nie der Aufruf, lasst es euch nicht mehr gefallen, sondern ruft nach Führern, die ihr Verantwortung ernsthaft wahrnehmen. Es ist nicht mehr der Aufruf, euch wird übel mitgespielt, stellt das ab, sondern bedeutet es in einem Verhältnis der wechselseitigen Verpflichtung, was es einfach überhaupt nicht gibt. Und wenn es nämlich gäbe, dann täte die Welt ja auch gar nicht so ausschauen. Also da hat die Internationale, die alte Internationale, dieses Lied, die hat diesen Spruch gehabt, leeres Wort der armen Rechte, leeres Wort der reichen Pflicht. So ist es doch. Also da kann man denen doch mal recht geben. Es gibt doch keine Pflicht. Dieser Milton Friedman von den Chicago Boys, der sagt, die einzige Pflicht des Unternehmers ist, Gewinn zu machen. So ist es doch. Andere Pflicht gibt's nicht.
Changer le passe, nous ne sommes rien.